Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mutant Year Zero. Und wir befinden uns hier gerade bei Hammonds Hütte und da sehen wir einen Gegner. Ich sehe zwei. Wir müssen uns da mal hinarbeiten, aber nicht mit unserem Schweini, sondern mit dem Vogel hier, dessen Namen ich anscheinend nicht kenne. Dax. Schamane Level 5. Alles klar. Oh. But there are no secrets. Where are the secrets? The ones in the north will catch Hammond and squeeze the secrets from his head. Hammond will tell us what the junk is for. The junk is for us. All of it. Wir wollen alle Schrott haben. Krieg ich das? Nee, der erwischt mich. Okay, was ist Stufe 10? Achso, der hat 10 Leben, der Jäger. Der Marodeur hat 4 Leben. Ich denke, so einen Marodeur, den kriege ich hin, oder? Den kriege ich bestimmt hin. Ah, jetzt bin ich aber nicht schnell genug am Baum gewesen. Weiß nicht, wie viel Leben hast du? 10, okay. Den Marodeur kriegen wir hin. Eventuell kann ich mich hier im Baum verstecken. Scheiße, es kommt auch noch näher. Okay, sobald ich in dem Bereich bin, müsste ich ihn gut treffen können. Ah, weißt du was, hinterher. Wir kriegen ihn jetzt. Jetzt kriegen wir ihn. Es könnte bitterböse werden, weil ich nicht viel Leben habe. Oh, huh. Okay, ein kritischer würde 7 Schaden machen. Die haben aber 11. Oder 10, besser gesagt. Wir hätten jetzt die Möglichkeit, uns hier noch ein bisschen umzusehen, noch weitere Gegner zu finden und vielleicht ein Level-Up zu kriegen. Ich glaube, wir haben sogar noch ein Level-Up für die Ente, ne? Ja. Wir könnten... Gewährt dir durch die Erhöhung deiner Ausdauer einen permanenten Bonus von 2 auf deine Bewegungsreichweite. Das ist natürlich nice. Wie ist der andere? Das war ja Dax. Bormin, okay. Wir könnten natürlich auch weiter sparen. Greif mich Knie wieder an. Hess, du kannst der Kniescheibe eines Gegners mit einem einzigen Schuss erklären, dass sich letzterer 2 Runden lang nicht bewegen kann. Allerdings funktioniert das nur bei organischen Gegnern. Ja, weißt du, Bewegungsreichweite ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Aber ich hätte es auch besser gefunden, wenn wir bei jedem Level Up... Oh, plus ein Gesundheit. Unsere Gesundheit wiederherstellen, aber... Ich liebäugel jetzt momentan damit, ihm ein bisschen Leben zu schenken. Also geht's noch weiter hoch. Da hinten ist auch Umgebung der Arche. Also hier haben wir angefangen, oder? Weiß nicht, das wirkt so anders. Na gut, gehen wir mal zurück. Können wir uns auch ein bisschen beeilen. Ein bisschen schneller. Nicht hier durch die Gegend schleichen. Okay, wir müssen uns also um die Marodeure kümmern. Einen können wir ausschalten. Gemeinsam. Wenn ich es schaffe, mich da zu verstecken. Oder... eigentlich müsste ich mich an der Hütte verstecken. Es würde mehr Schutz bieten, aber gut. Das war knapp. Okay. Oh, da liegt noch Müll. Okay. wie heile ich mich jetzt? Ich sollte mich auf jeden Fall irgendwie noch heilen vor dem Kampf. Vor allem der, weil er halt jetzt momentan beide sieht. Ich darf jetzt nur nicht den falschen Knopf drücken. Inventar. Oder kann ich hier auf den Namen... Wie heilt man sich? Zum Teufel heile ich mich. Oh, oh, oh.
Ich hoffe, er ist immer noch versteckt. Okay, alles gut. Falscher Knopf. Ich will mich heilen, verdammt. Team. Dax. Ja. Wie heile ich mich jetzt? Objekt. Aber wir können mir irgendwie noch einen Molotov geben. Ziel alleine 2 Runden lang Feuerschaden. Shiva, wenn du jetzt auf meine Tastatur trittst, ne? Dann kick ich dich weg. Zerstärkt. Oh. Wir haben etwas, was Deckung zerstört. Ich muss die Katze entfernen. Oh. Das war gerade wie das Spiel Heißer Draht, dass du die Katze hier durch die Gegend bewegst, in der Luft, ohne etwas zu berühren. So. Ja, Leute, ich weiß nicht, wie wir uns heilen. Wir haben ein Problem. Oder geht das nicht einfach so? Kann man sich nicht einfach so heilen? Oh. Aber viel habe ich ja nicht dabei, ne? Also den anderen hier, den kann ich nicht heilen. Doch, könnte ich auch. Aber ich glaube, der hat es nicht nötig. Alles klar. Hinterhalt, Junge. Aktivieren. Ich hätte eigentlich gedacht, ich mache mehr Schaden an ihm. Kritische beträgt 20%. Wir treffen ihn auf jeden Fall zu 100%. Allerdings ist der Kritische jetzt nicht so Bombe. Ich könnte auch zuerst mit Bormin angreifen. Dann würden sie auf ihn gehen, nicht wahr? Alles klar, Waffe wechseln. Ich würde mit der Schrot immer noch mehr Schaden machen, alles klar. Oh. Also war nicht so viel Schaden, wie ich gedacht habe. Weiter hat dich gehört, ach nee. Und jetzt killen wir ihn. Holy shit! Okay, zum Glück habe ich ihn geheilt. Ja, wie machen wir das jetzt? Ich muss mich auf jeden Fall bewegen. Und eventuell die Waffe wechseln. Ja, wir müssen noch Sachen... Ich kenne das Spiel noch nicht so gut. Wir müssen mal gucken. Ich könnte ihn sogar treffen. Alles klar. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine bessere Sekundärwaffe. Weil ich glaube, im Kampf nachzuladen ist nicht wirklich das Schlaueste. So, ich könnte doch zweimal... Ne, ich muss das vorher aktivieren, ne? Rennen und Peng. Ermöglicht der Einheit eine Aktion, nachdem alle Aktionspunkte verbraucht wurden. Okay, das heißt... Wir laufen... hierhin. Shiva, runter von meiner Tastatur. Oh Mann, ey. So, Katze. Und jetzt laufen wir nochmal. Aber wir müssen vorher... das hier aktivieren. Abklingzeiten für Mutationen. Einige Mutationen werden nach dem Einsatz gesperrt. Du brauchst eine gewisse Zahl von Kills, um sie wieder freizuschalten. Ach, das war das mit den Kills. 2 Stück. Das ist ja gar kein Problem. Dann laufen wir mal. Crit 15. Laufen wir mal dahin. So. Und wenn wir Glück haben, machen wir jetzt noch einen kritischen. Ansonsten verlieren wir höchstwahrscheinlich Dax. Hast du ihn gerade nicht getroffen? Hat er ihn gerade nicht getroffen? Nö, ich muss ihn nicht heilen. Sehe ich jetzt nicht ein. Der wird mich schon nicht töten, oder? Overwatch. Was zum... Bist du irgendwie blöd oder so?
Was war das denn für eine Aktion? Komm, Dax, steh auf. Level up. Oh, also mit Dax kann das noch ein Problem werden. Wir brauchen mehr Einheiten. Ich hoffe, wir kriegen noch mehr Einheiten. Ich bin mir eigentlich fast sicher, dass wir noch mehr kriegen. Weil zu zweit, das klingt jetzt momentan nicht so wirklich gut. Vor allem, weil Dax einfach, der kippt so schnell um. Der muss eigentlich hinten sein, aber ich bin immer so weit vorne mit ihm. Das gefällt mir nicht. So. Durch Optimierung deiner Körperfunktionen kannst du deine Maximalgesundheit permanent um 1 HP erhöhen. Ja, gut. Ja. Hört sich alles aber so wenig an. 1 HP. Toll. Dann kann ich sehr viel anfangen. Wenn die Gegner 50.000 Schaden machen. Na komm, ich laufe trotzdem gerne mit Dax rum. Der ist irgendwie... Ich weiß nicht, der ist kleiner. Der passt zu meinem Spielstil. Hallo, komm her. So, sammeln wir erstmal die ganzen Sachen hier ein. Oh, Zonenhunde-Lager. Während die Jahreszeiten kommen und gehen, muss ich immer tiefer in die Zone vordringen, um wenigstens das Nötigste zu finden. Ab und an stoße ich selbst an Orte, von denen ich dachte, die Stalker hätten sie längst gesäubert. Auf seltsame Verstecke. Okay, da war ein Punkt, da habe ich nicht bemerkt. Einer dieser Orte liegt westlich der gefallenen Maschine. Dort scheinen sie sich Überreste eines Lagers der Altvorderen nebst transportabler Hütte zu befinden. Mittlerweile hat sich dort ein Rudel Zonenhunde niedergelassen, die meine Gegenwart in der Nähe ihrer Brutplätze aus irgendwelchen Gründen zu dulden scheinen. Sie töten umherstreifende Ghule und ich lasse sie in Ruhe, da diese ungewöhnliche Symbiose auch für mich von Vorteil ist. War das jetzt hier der Hans Dieter, den wir suchen müssen? Oh! Ein zusätzlicher kritischer Schaden, 20%ige Chance, robotische Gegner zu deaktivieren. Schadensmodul. Ich frage mich, ob wir die Module aus den anderen Waffen wieder ausbauen können. Energieziegel aus den Enklaven, mit dessen Hilfe eine Waffe elektrische Projektile abfeuern kann, die mechanischen Gegner zusätzlich Schaden zufügen. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, Hammond. Ah, der gute alte Hammond. So, dann sammeln wir das hier noch rein. Ein Medikit, das ist den wir verloren haben. Und ein Ferngucker. Dieses röhrenförmige Objekt ermöglicht dem Benutzer, weit entfernte Dinge aus der Nähe zu betrachten. Könnte sich im Nahkampf auch als Waffe eignen. This is Hammond's Farlooker. Let's bring it back to prep, before the ghouls take it. That name is all wrong. It should be a smallifier, because when I looked into it, everything became smaller and more distant. Amazing what the ancients could make. So, ich weiß, wir müssen in die Hütte, ne? Ich wollte schon weitergehen, aber ich dachte mir, Die Frage ist natürlich jetzt, ist das Level damit beendet, wenn wir das einsammeln? Oder nicht? Oder wenn wir hier hingehen? Stapel Notizen nehmen. Zone ghouls stripped this cabin clean. Almost everything useful was gone. But it's a good thing ghouls can't read. They ignored the diary hidden inside Hammond's desk. Me and Dux aren't big readers either. But we look for answers in the diary. And all we get is more questions. Hammond writes how he found the crashed machine near his cabin. He's convinced the machine was sent as a message from a mythical place beyond the zone called Eden, where everybody's happy and safe. When Hammond sees another machine fall north of here, he takes his stalker crew up there to find it. I close the diary. Here's the problem. Eden's a fairy tale. Some bedtime story mutants believe in, so they can get to sleep at night. So either Hammond is onto something, or his brain's got the rot, and he's about to kill a bunch of good stalkers. Guess we gotta find out. Me and Dux have to go north. Farther from home than we've ever been. It's dangerous. Dux thinks I'm crazy to press on. I don't disagree with him. Ich will nur mal anmerken, wenn Eden so ein toller Platz ist, so ein glücklicher Platz, wieso stürzen da Dinge ab? I don't care about some stupid Eden. But we need to find Hammond. And if he's going north, we're going north.
If he's going north, that makes him a grade A certified loony. No one goes up there, Borman. And what's with those two stalkers he took with him? They should know better. They're following orders, just like us. The Ark can't run without Hammond, so we're bringing him back. Especially with ghoul packs coming this far south. Wonder what they're planning. The ghouls are too dumb to plan. Someone's pushing them down here. I feel it in my feathers. Die Frage ist nur, was das ist. Ist das vielleicht einfach nur ein Satellit? Wow, wow, check this thing out. It must have crashed. Look at this symbol on the side. It's like a star. Mimir. Könnte ein Satellit sein, oder? Oh. Ist Eden vielleicht eine Plattform im Weltraum? Habe ich das Rätsel jetzt schon gelöst? Merkt euch diese Worte, Leute. Wir sehen, ob ich recht habe. So. Haben wir hier alles eingesammelt? Ja. Wir müssen jetzt... Das ist aber doch das Norden. Ich wollte gerade sagen, das ist doch nicht Norden. Doch, doch, ist es. Aber wir schauen uns hier erstmal nochmal in Ruhe um. Hier haben wir zum Beispiel ein Skelett. Da fühlt man sich wohl, wenn man hier rumläuft. Und dieser Fluss ist einfach überall. Obwohl sie ja gesagt haben, die haben Wassermangel. Och man, ich würde da gerne näher rangehen. Was ist das? Hat er eine Zigarette im Auge? Naja. Ach, die Hunde ja, haben wir hier getötet. Naja. Aber es lief ja schon mal ganz gut. Das Einzige, was mich jetzt noch stört, ist, dass Dax so viel Schaden bekommt. Er muss halt irgendwo aus der Ferne kämpfen. Ich liebäugle jetzt momentan damit echt nochmal kurz zurück zur Arche zu gehen. Also ich würde sagen, wenn wir dieses Level beendet haben, gehen wir nochmal kurz zur Arche zurück und kaufen uns diese eine Waffe für Dax, damit er halt noch eine zweite Waffe hat. Seht ihr, jetzt müssen wir hier lang. War das deine Schritte, Barmin? Oder läuft hier noch jemand anderes rum? Weil ich würde ehrlich gesagt jeden Gegner gerne mitnehmen. Naja, gut. Abmarsch! 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 Wir müssen uns, glaube ich, noch ein bisschen besser vorbereiten. So! Damit haben wir unser neues Ziel gefunden. Wir haben gleich schon wieder zwei Wege vor uns. Aber wir... Achso, wir hatten ja übrigens noch irgendwie eine neue Info auf der Karte, aber höchstwahrscheinlich einfach nur, dass da unser Ziel ist. Haus der Knochen. Absturzstelle untersuchen. Also Stufe 20, das dauert noch ein bisschen. Gehen wir zurück zur Arche, ja. Vielleicht können wir da auch ein paar Medikits kaufen. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Idee, dass man sich irgendwie... besser vorbereitet. Das Einzige, was mich halt stört da an der ganzen Geschichte mit Kaufen und nicht Kaufen, ist das, I'm happy that you took on this mission to find Hammond. As you go deeper into the zone, questions will arise in your heads. You'll ask yourselves how this world became a wasteland. I'll tell you. A long time ago, a strange disease sprang up in a city not too far from here. A vicious disease. The eyes of the victims would go red. They would bleed from their ears. Hence its infamous nom de plume. The Red Plague. Within 40 years, the plague destroyed most of the human race. A quick rake of death. Scraping across the face of the planet. It was nature's revenge. Revenge against the greed, the arrogance, the egos of humans who thought they were gods. We call these fools the ancients. We don't worship the ancients like the madman in the zone do. Because our salvation doesn't depend on false gods who live in the heavens. It doesn't depend on the mirage of paradise beyond the zone. Our salvation depends on us.
Us means humans and mutants together. And as two of our resident mutants, I bet you wonder who you are. Where you come from. I wonder too. We all do. When I found you in the zone, you were shivering, naked. Memories completely wiped. We took you in, taught you, and now you serve us as our hunters, our trackers, our warriors. We are indebted to you, stalkers. Never turn on each other. Hear me? Ich habe das Gefühl. Ja. Ich habe das Gefühl, dass der Typ da ein Sektenführer ist. Und wir hier jetzt nicht wirklich auf der guten Seite stehen. Was haben wir denn hier? Ein Laden mit Waffen. Ja, komm. Geben wir diese Waffe. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler war, aber ich denke nicht. Ich denke, je besser vorbereitet wir sind, umso besser wird es. So. Ja. Also gut. Ich könnte sie austauschen, ne? Dann, ja, alles klar, gut. Das hört sich doch schon mal gut an. Okay. Take it easy. Wir können Waffen auch zerlegen, habe ich gerade gesehen. Ich möchte dir gerne. Was ist das? Kritischer, oder? Normal und kritisch. 7. 5 und 6. Aber eigentlich genauso. Ja, kritischer Schaden. Aber der hier hat einen höheren kritischen Schaden. Und 3 Munition vor allem. Und Reichweite 18. Oh Gott, das ärgert mich so, dass ich alles hier reingepumpt habe. Ich hätte hier alles reinpumpen sollen. Ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich, Freunde. Ja, ich denke, das ist auch ganz gut für ihn. Dann können wir Roboter snipern und sie eventuell sogar deaktivieren. Aber es ärgert mich. Zielfernrohre nicht verfügbar. Oh, da kann kein Zielfernrohr ran. Na gut. Ja. Scheiße, Mann. Ich will auch die andere Waffe noch nicht auseinandernehmen. Wieso ist dieser Stecher auf Stufe 2? Was zum Teufel habe ich mir dabei gedacht? Oh Gott. Oh, was habe ich getan? Wieso ist der auf Stufe 2? Oh, so blöd kann ich doch nicht gewesen sein, oder? Sag mir nicht, dass ich so blöd war. Naja. Kann Deckung zerstören, wirft Gegner zurück. Das könnte ganz praktisch sein. Indem wir die Deckung zerstören und daraufhin Dax ihm einen Headshot verpasst. Wir brauchen für dich noch einen Helm, mein Freund. Und du kriegst auf jeden Fall noch so einen Zerstörer. Was hast du hier noch? Blockiert Sichtlinie, löscht Feuer. Okay, kann man gebrauchen. Du kriegst auch noch mal einen Molotow. Okay. Die Frage ist, sollen wir jetzt die... Ja. Achso, die waren schon vorher Stufe 2, alles klar. Aufsatz entfernen. Ah, man kann Aufsätze entfernen. Offensichtlich nicht. Keine Ahnung. Zerlegen wir den Scheiß hier. Achso, falsche Taste. Okay, jetzt haben wir 46. Ich gehe zu viel auf Dax, ich weiß, es wird höchstwahrscheinlich auch mein größtes Problem sein. Hallo, verbessern? Wieso geht's nicht? 30? Ich habe 46? Achso, ich muss auf Stufe 2. Okay, so. Ah, das ärgert mich. Ah, Aufsatz entfernen. Alles klar. Früher oder später werden wir ihn zerlegen und dann kriegen wir hoffentlich auch die Punkte wieder. Ich hoffe, das Recycling-System ist gut in diesem Spiel. Ja, was willst du machen? Oh, guck mal, der Älteste funktioniert schon wieder nicht. Ich wollte gerade sagen, es funktioniert wieder.
Na gut. Ey, ich würde sagen, eilen wir dich mal. Scheiße, Mann, ey. Okay, wir müssen Dax echt besser positionieren. Boah, ich muss echt auf meine Heilung aufpassen. Ich habe das Gefühl, ich verschwende zu viel. Okay, ich hätte wohl auf normal spielen sollen. Oh man, we've never been this far from the Ark before. Talk about undiscovered country, huh? You think we finally left the ghouls behind? Yeah, me neither. So, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Ich will jetzt nochmal für den Notfall, ich möchte jetzt noch nicht umstellen, aber für den Notfall gucke ich mal. Wir können noch umstellen. Alles klar, wenn es wirklich nicht mehr geht, wenn wir wirklich am Arsch sind, wenn wir keine Heilung mehr haben, wenn wir nicht mehr weiterkommen, stelle ich die Schwierigkeit wieder um. Oh, Nachkampf automatisch speichern. Oh, ist aktiviert. Das ist cool. Das ist cool, ja. Untertitelgröße wäre vielleicht auch nicht schlecht, wenn wir das ein bisschen größer machen. Gut. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich will nicht zu viel Atmosphäre wegnehmen, so. Ja, so schön. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann begeben wir uns langsam zum Haus der Knochen. Und dann schauen wir mal, was unsere neuen Waffen so drauf haben. Haut rein, euer Zero. Tschüss.